Das hohe Verkehrsaufkommen der Zeppelinstraße sorgt in den letzten Jahren für eine dauerhafte Schadstoffbelastung, deutlich über dem gesetzlichen Grenzwert. Damit sich das ändert, startete die Stadtverwaltung im Juli 2017 ein Modellversuch, bei dem unter anderem der Straßenraum neu aufgeteilt wurde. Der Modellversuch hat vor allen Dingen auf der Straßenseite sozusagen eine Veränderung bedeutet. Das heißt, eine Fahrspur stadteinwärts und stadtauswärts jeweils reduziert. Dafür mehr Platz für Radfahrer stadtauswärts. Und wir haben angebotsseitig an den Verknüpfungspunkten des ÖPNV das Thema Park and Ride in der Pirschheide und Bike and Ride an Pirschheide und Charlottenhof, Bahnhof Charlottenhof verbessert. Ziel war die Reduzierung des Autoverkehrs und die Stärkung von Rad- und öffentlichem Nahverkehr. Begleitet wurde der Modellversuch von umfangreichen Untersuchungen. Tobias Schönefeld und sein Team analysierten in 6 Monaten unter anderem die Werte für die Luftschadstoffe und die Anzahl der durchfahrenden Autos mit einem eindeutigen Ergebnis. Die Maßnahmen wirken sowohl auf der verkehrlichen als auch auf der lufthygienischen Seite. Das heißt, wir haben einen signifikanten Rückgang der Verkehrsmengen in der Zeppelinstraße. Und damit verbunden natürlich auch ein Rückgang der Luftschadstoffbelastung am Messstandort in der Zeppelinstraße. Die NO2-Werte sind deutlich zurückgegangen und der Grenzwert auch zum Jahr 2017 das erste Mal eingehalten, seit langer Zeit. Der Autoverkehr konnte um rund 3000 Fahrzeuge pro Tag reduziert werden. Damit ist der Modellversuch erfolgreich. Die dafür getroffenen Maßnahmen sollen nun gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern optimiert und dann dauerhaft umgesetzt werden. Außerdem sind weitere Untersuchungen im Umfeld der Zeppelinstraße geplant.